Auch wenn er Extremlagen macht, ne? Trotzdem sind die Arme immer noch dort, wo sie sind, auch wenn er normal, wenn er so normal vor euch steht. Guckt auf die Arme, nicht auf die Muskete. Lasst euch nicht verarschen. Tatsch. Für das Vaterland! Bitte gefallen bei England. Oh, Meli. Oh, Meli. Besser. Sehr gut gemacht, Preußen. Judge. Oh, Felix. Aufpassen, linke Flanke, ich bin abgetrennt. Rechte Flanke zurückfallen, rechte Flanke zurückfallen. Linke Flanke aufpassen, Open Mili. Oh, Max, sorry, das ist ein Foto. Oh, diese Range. Oh! Links anstellen. Musst du gerade sagen. Er ist Adjutant, er darf sich hinstellen, wo er will. Touch! Wenn er das Blockbereitschaft, arbeitet zusammen. So, rechte Flanke pusht. Rechte Flanke pushen, pushen Männers. Mitte gebrochen bei Preußen. Mitte ist gebrochen. Mitte ist gebrochen, findet wieder zusammen. Zurück, sammelt euch. Ja, oben Mili. Oben Mili Männers, zurückfallen, zusammenfinden. Hier Musketier. Blockbereitschaft. Achtet mal auf Teamhits, Mann. Wie Geier. So, ich werde bei Preußen ein paar Kurs geben, die nicht zum Standardrepertoire gehören, deswegen reagieren und auch ordentlich ausführen. Charge! Preußen, alles nach rechts, rechts aufsplitten. Alles nach rechts links verschieben. Bleibt defensiv. Geht alles nach rechts verschieben. Alles nach rechts links verschieben. Defensiv, Musketier. Alles nach rechts verschieben. Links ist gefallen. Open Melee. Aufpassen hinter euch, Mike, Mike. Hinter dir. Alter. Hinter dir. Auch der Befehl galt auch für dich, alles nach rechts verschieben. Deswegen bist du auf der linken Flanke alleine gefallen. Ja, tut mir leid. Nicht schlimm, ich sag bloß. Ja. Nach rechts verschieben heißt nach rechts verschieben. Das heißt, die gesamte Linie drückt einfach D und geht nach rechts. Ja, da. Ah, Mann. Pop, 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 schneller da. Und Charge. Preußen, Achtung. Alles nach links verschieben. So, links pusht. Geht rechts zurück und pusht links vor. Rechts zurückgehen. Lass dich da nicht eingreifen. Links vor. Sehr gut, Jungs. Uiuiuiui. So, und jetzt Block bereits blocken. Ja, das holt's auch.
Team muss aufpassen. So, jetzt haben wir das, dass die Cores mal aus dem Preußen-Team kommen oder aus dem Briten-Team. Ja, bitte? Mike, war es eigentlich gerade Absicht, dass du dann gesagt hast, dass wir nach links gehen sollen, wenn wir rechts in der 5 zu 2 Überzahl waren? Haben wir gewonnen oder haben wir nie gewonnen? Knapp gewonnen. Ja, haben wir gewonnen. Dutch! Zinko kann nicht gehen. Briten, Amboss. Auf was, Mitte gebrochen? Oh, Melee. Findet zusammen, Briten. Sammelt euch wieder und geht gemeinsam rauf. Preußen, sammelt euch. Oben, Melee. Ah, oh, ernsthaft, sorry, Bimo. Danke. Sehr gut gemacht. Gut, noch einen Charge, dann machen wir auch was Interessantes, noch was zusätzlich Interessantes für alle Männer, wo auch ein bisschen Formation mit drin ist. Also ich finde das interessant. Ja, bitte, da drüben, der Britte. Da hat an, Leo. Irgendwas von Amboss geredet. Ist das eine Formation, dann würde ich sie nicht kennen. Richtig. Das habe ich gerade im Teamchat erklärt. Amboss heißt, die gesamte Linie verschiebt sich in die Mitte, pusht die gegnerische Mitte durch und splittet sich von da nach außen auf, um die gegnerischen Flanken zu töten. Danke. Rein theoretisch hätten die Preußen in diesem Fall reagieren müssen und da hätte dann gegen, wenn ihr sowas seht, hätte dann gegen Formation kommen, wie zum Beispiel nach rechts verschieben oder nach links verschieben. Oder einfach nur zurückfallen. Dann laufen die ins Leere. Ne, Männers? Dutch! Oder ein Push beim Amboss dagegen. Wo ist ein Amboss? Ritten zurückfallen, zurückfallen, dann nach links. Zurückfallen und über links gehen. Nach rechts verschieben, alles nach rechts verschieben. Reusen nach rechts verschieben. Sprint geht gemeinsam über links. Wächst aber linke Seite, Achtung. Aufpassen, Preußen, zusammenbleiben. Bleibt zusammen. Geht, bleibt beieinander, bildet einen Graben. Dann separiert einzeln und doppelt die. Sehr gut. Oh. Sorry. Kein Problem. Findet zusammen! Findet zusammen, Männer! Findet zusammen! Ihr seid viel zu weit auseinander! Doppelt die. Oh, Alter. Schön gemacht, Brit. Zu hohe Verluste auf beiden Seiten. Jupp, jupp. Mehr blocken. Gut. Mike Holt hast du mit mir, ne? Wieso? Ich hab dich ja. Ich weiß nicht, das ist immer die ersten 10 Minuten, wo ich so ein Scheiß war. Gut, Doppellinie hinter mir bilden, Nation getrennt. Kommen wir zu dem heiß berühmten Spielchen, was vielleicht noch einige kennen, andere auch nicht. Das nennt sich Führen ohne Offizier. Und dazu geht Wurten nach rechts und Preußen nach links. Abwasch. An die Zaun. Natürlich. Bedeutet für euch selbstständiges Durchtauschen, wer führt? Leo, das sehe ich das noch mal. Bist du heute raus im Training? Gut. Ich erkläre kurz dieses Spiel, also dieses Trainingsmethode. Derjenige, der ganz rechts steht, führt die ganze Linie, das heißt rechts um mir nach Marsch. Soll derjenige nicht Marsch sagen, sondern einfach nur mir nach, wird nichts passieren. Haltet euch an die Formationsbefehle, haltet euch an den Ankündigungsteil und den Ausführungsteil. Ihr dürft schießen und chargen. Ihr könnt Linie halten, links um freies Feuer befehlen, etc. pp. Was ihr möchtet, was ihr kennengelernt habt und was ihr schon könnt. Ist mir rein Theorie überlassen. Bitte selbstständig den jeweiligen Anführer, also den führenden Offizier, durchtauschen. Grundsätzlich werden wir das von oben beobachten. Sollte außerhalb jemand aus der Linie schießen, wird er rausgenommen. Er disqualifiziert ist für diese Runde. Sollte jemand im Chart schießen, wird er disqualifiziert für diese Runde. Fragen dazu? Keine? Schönes Wetter heute. Hinten legt an! Preußen, freies Feuer. Freies Feuer! Alter, ernsthaft. Wer kniet sich da hin? Offi-Aim, raus. Ich bin Offi gewesen, yay. Er muss hier drinnen bleiben, geht nicht anders. Der jetzt ganz rechts steht, führt bei den jeweiligen. Der hüpft da rum.
Aber Halrix, Niklas und Leo raus für diese Runde. Geh doch Mosch. Halrix, Niklas und Leo raus. Schießen, also Formation. Tomorrow. Es sind jetzt noch zwei Briten, einer von denen führt so. Jetzt. Marsch. Oh, du führst, gell? Ja, weiter schießen. Wenn kein anderer Befehl kommt? Nein. Schießt ja natürlich, war das klar. Logisch. Charge. Das ist der Mitleid-Charge. Ja, macht schlimm genug, dass er noch Torin, dass er noch boah, mitnimmt, das ist das Schlimme. Einer oben, einer unten. Oh, meine Güte. Alter, Torin. Torin macht das sehr gut. Na, schade, Torin. Sehr gut. Sehr gute Arbeit, Torin. Sehr beeindruckend. Ich stelle mich einfach ganz links. Für die Leute, die nicht wissen, wie man richtig zielt. Ihr habt grundsätzlich, wenn ihr im Fernkampfmodus seid, ein Fadenkreuz. Auf die linke Schulter zielen. Wenn ihr nah beim Gegner seid, in diesem Fall in diese Distanz, anlegen und einfach abdrücken. Nicht die 2 Sekunden warten. Auf höhere Distanz oder mittlere oder lange Distanz, 21, 22 und dann feuern. Nicht vorher, früher und nicht später. Und sich auf die Distanz, linke Schulter abdrücken. Bauch, Brusthöhe. Mehr braucht ihr hier nicht. So, sind alle da? Beiden Briten? Nein, nein, noch nicht. Tut mir leid, ich hab einen hohen Ping. Deswegen. Ja, da unten sich raus. Ach, ist wieder schönes Wetter heute. Oh. Leute, es geht los. Briten rechts um mir nach Marsch. Preußen rechts um mir nach Marsch. Ah, mein Mikrofon ist an. Linie halt, links um, freies Feuer. Oder du kannst freies Feuer abbrechen. Linie halt, links um, freies Feuer. Holst mir nochmal. Nicht nachladen, fertig, meine Fresse! Mir nach Marsch. Linie halt, links um, freies Feuer. Rum, zappeln. Mir nach Marsch. Na gut. Offizier folgen, gell? Nicht irgendwie laufen. Charge. Charge. Blocken. Ja, sie wird gleich anders. Wenn es heißt Charge, dann ist die erste Aufgabe welche? Blocken. Bloppen. Sehr gut. Wer war das? Wer hat gerade gesagt bloppen? Wer was? Blocken. Ach, blocken. Nee, das ist nicht der erste Punkt. Was ist der erste Punkt, wenn es heißt Charge? Ich bin ja mal gespannt, ob es meine Tentanten wissen. Ja, Schmidt? Oh, Graben bilden. Ja, Punkt 1 für Schmidt. Juhu! Rahmenbilden, Männer, nicht YOLO reingehen. Das macht ihr auch übrigens während des Leinbettes auch ständig. Es hieß Charge und ihr macht eine Traube oder splittet euch alle vier Himmelsrichtungen auf und geht dann auf den Gegner. Warum schafft ihr es nicht, den Graben zu bilden? Das ist gerade irgendwie dasselbe Situation. Stresssituation, ihr schafft es nicht, den Graben zu bilden. Komisch. Charge. Quatsch, weitermachen. Rechts um mir nach Marsch, Preußen. Blicken rechts um mir nach Marsch. Linie halt links ins Fassfeuer. Linie halt rechts zum Fassfeuer. Noch Marsch. Du gehst raus. Den ich gerade angehittet hab. Der ganz hinten ist in der Preußenlinie. Get Marsch. Janus, mach weiter, ich bin gestorben. Get Marsch. Oh! Links von mir Staffel. Warte, mein Freund, du bist angehittet. Und ich werde dich. Linie halt, Fassfeuer. Eieiei. Start! Dasselbe Problem wieder. Wo ist der Graben, verdammte Scheiße? Jawohl, ich krieg die Krise, ey. Aufpasser für Teamkims. Fuck. Männers. Was wollen wir nochmal als erstes, wenn man Charge ruft? Jetzt wird er vom einen im Chor? Graben. Ja, wo macht das dann, wenn ihr es schon wisst? Was ist das Problem, den Graben zu bilden?
müssen wir wieder das 1:1